Jo, meine Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Maze Planet. Ja, es gibt hier jetzt keine Facecam, sondern ich muss gucken, wann ich es mache. Ich glaube nicht in diesem Let's Play hier. Und wir haben im letzten Part ja die Paletten-Dings abschließen können. Mein Ton ist viel zu laut. Ja, viel zu laut. Die Paletten, den Palettenplanet absolvieren können. Ich würde sagen, für den nächsten nehmen wir einfach mal. Komm, wir nehmen einfach mal zum Spaß die Erde. Und zwar den Snow Planet, also den Schneeplaneten. Und dann geht es natürlich direkt weiter mit. Das sieht schwieriger aus, als es aussieht. Ich wollte irgendwas sagen, ich habe aber vergessen, was ich sagen wollte. Alter, wie unübersichtlich das hier alles ist! Es ist ja total unübersichtlich. Ich weiß nicht mehr wohin, wieso, weshalb, warum und wo das Ziel ist. Da sehe ich das gerade richtig. Es gibt Berge. Alter! Hatte ich hier wirklich nur eine Sackgasse gehabt? Glaube ich jetzt nicht. Doch. Geil, dann darf ich diesen Weg nochmal zurücklaufen. Aber als ob es hier noch solche kleine Höhlen gibt. Ich komme hier überhaupt nicht zurecht. Hier war nur eine Sackgasse, ne? Ja. Hier sieht man, wie groß diese Planeten sind im Vergleich zu unserer Erde. Aber wie komme ich jetzt wieder rauf? Kann mir das jemand erklären oder sagen? Hallo, ich will wieder hoch. Da komme ich wieder hoch. Ich glaube, von hier bin ich auch gekommen. Oder? Da ist das Ziel. Okay. Gab es hier einen Tunnel? Nein, aber hier geht's hoch. Da würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch. Und dann hier rüber. Dann hier links durch. Es sieht schon mal gut aus, was dem Ziel betrifft. Ich denke, wir sind ganz... darf ich mal darunter? Danke. Ich denke, wir sind ganz nah dran. Na, fast. Ich muss auf dieser Seite rauf. Ach. Von hier sind wir hochgekommen, ne? Ja, hier sind wir hochgekommen. Dann gehe ich mal ein Stück zurück. Ey. Ein Stück zurück hier. Hier über die Brücke wieder. Ich glaube, hier muss ich diesen Berg wieder hoch, ne? Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Oder? Gibt es einen Tunnel? Nein, da gibt es keinen Tunnel. Dann gehen wir hier wieder hoch. Und laufen diesen Weg entlang, weil mit der Weg scheint mir so, als sei dieser Weg hier das Ziel. Die Sonne, wie sie blendet. Oder? Ne, es sieht doch nicht danach aus, ne? Ich musste nach unten hin. Bleib mal hier oben. Ich habe echt keine Ahnung und null Orientierung, wohin ich muss. Ich laufe einfach irgendwo hin. Ich mache Kamera ein bisschen näher. Ich will jetzt hier runter. Das ist jetzt nicht der Berg, wo wir... Wir sind irgendwie im Kreis gerannt. Ich sagte doch, null Orientierung. Und hier waren wir doch schon. Mensch, hier waren wir doch schon. Aber da unten waren wir nicht, ne? Nicht. Oder diese Richtung hier. Ich glaube, hier waren wir nicht. Jetzt geht's wieder runter. Ich habe echt null Plan. Ja. Ich sag mal nichts dazu. Ich glaube, diesen Part schaffen wir nur den einen Planeten hier, weil ich habe echt null Ahnung, wo lang. Ich denke, wir müssen einmal durch so einen Tunnel durch. Aber wenn wir keine Tunnel hier antreffen, dann können wir auch keine Tunnel in keine Tunnel reingehen. Ich bin der Meinung, ich habe sowas gesehen. Hier zum Beispiel.
Okay, das ist wenigstens nur ein gerader Strich, oder? Ja, muss ja nur. Also, gerader Tunnel. Ach, also die Lags hier. Ich denke, wir müssen hier wieder runter. Und hör auf zu laggen. Ich denke, wir müssen hier wieder runter. Ups, Sackgasse. Oder? Oder ich laufe mal in diese Richtung. Komm, ich laufe mal in diese Richtung hier. Ich hab, also dieses Level macht wirklich nicht so viel Spaß hier jetzt gerade, weil ich auch ja die Orientierung zu schnell verliere einfach. Ich weiß jetzt nicht mal mehr, in welche Richtung das Ziel war. Gott, werde ich froh sein, wenn ich diese Schneeplaneten durch habe. Ah, ich bin überhaupt keinen Umweg gelatscht und hier gibt es noch einen Tunnel. Komm, gehen wir hier durch. Ist der Tunnel wirklich nur gerade? So. Scheint so, ne? Gut, das ist eine Sackgasse. Warte, ich will es nachprüfen. Okay, es ist wirklich nur gerade. Also da gibt es keinen weiteren Labyrinth. Wäre ja sonst richtig asozial. Aber schon mal eine gute Idee. Ach komm schon, Leute, wir müssten doch schon lange beim Ziel sein. Laufe ich mal hier runter. Oder auch hier hoch, mir egal. Aber auf diesem Berg waren wir auch gar nicht. Bin ich da mal. Alter, wo ist es? Da ist das Ziel. Ich wollte gerade fragen, wo das Ziel ist. Und jetzt sehe ich es gerade. Laufen wir in diese Richtung hier. Das sieht gut aus. Hoffe ich zumindest. Ich kann nur diesen Weg latschen, woanders geht nicht. Und ich denke, ich muss da unten irgendwie hin. Ich wollte gerade sagen, dass da das Ziel ist, aber stimmt nicht ganz, doch. Ach nee. Wie soll ich hier die Orientierung behalten? Ich laufe bestimmt schon 10.000 Mal an derselben Stelle vorbei. Hier gehe ich jetzt nicht durch. Ach, ich habe keinen anderen Weg. Gut, dann gehe ich hier durch. Und laufe jetzt hier runter. Mensch, Leute. Starte kurz die Welt neu, bringt dir eh nichts. So, hier ist Neuladen. Und dann nehmen wir einfach die rechte Wand direkt. Also immer die rechte Wand entlang, beziehungsweise wir laufen nur diese Wege entlang, wo wir rechts die Wand haben. Also jetzt hier, da, da, da. Und das Geile ist, so würde ich wieder beim Start laufen, ne? Geil. Dann beginne ich hier mit der linken Wand. Also immer nach links laufen. Wobei, mit dieser Welt könnte dieser Trick eventuell nicht funktionieren. Ich probiere es aber trotzdem, weil ich die Scheißwelt einfach durchhaben möchte. So, jetzt hier rüber über. Ne, nicht über die Brücke. Wir wollen uns ja links halten. Aber über diese Brücke. Da müssen wir rüber. Hier durch den Tunnel. Die Idee der Welt ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie mag ich die Welt trotzdem nicht und irgendwie brauche ich hier am längsten. Ich brauche hier einen ganzen Part für diesen Level hier. Das kann es ja auch nicht sein. Und hier ist nur eine Sackgasse. Ja, nur eine Sackgasse. Gut, dann gehen wir einmal runter zum eiskalten Wasser. Das sieht aus wie ein Tunnel. Als ob es hier unten auch einen Tunnel gibt, dann glaube ich, hier war auch irgendwo einer, ne? Oder? Wäre kein Tunnel gewesen? Ey. Nee. Als ob es hier unten auch noch Tunnel gibt. Ja, gibt es. Das macht die Sache nicht einfacher.
Und ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Wir laufen wieder zurück, gucken, tasten dann mal die Wand ab, ob da vielleicht noch nicht irgendwo noch ein weiterer Tunnel versteckt ist. Ich wette unter der Brücke noch. Ne, okay, doch nicht. Hätte ja sein können, aber das ist ja total mies hier. Ich dachte, jetzt gehen wir hoch. Ne, tun wir nicht. Wir gehen stattdessen hier hoch. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf den Schlüsselmodus. Ist das wirklich nur eine Sackgasse? Ja, aber hier geht's weiter. Nein? Okay, dann sah das irgendwie nur so aus, als würde es da weitergehen. Aber hier, das ist ein Tunnel. Da will ich rein, weil es immer. Da ich mich immer links aufhalten möchte. Zack, hier rüber. Wir haben es geschafft! Oh, danke schön. Als ob wir 3 Sterne haben. Als ob wir hier 3 Sterne geholt haben. Nein, ich will nicht zum nächsten Planeten. Planeten so zurück. Ich will hier den Schlüsselmodus noch machen. Wenn es mir gelingt, auch in diesem Fall. Was denn ist das? Der Schlüssel ist da unten. Okay. Ich halte mich trotzdem irgendwie links. In der Hoffnung, dass wir den Schlüssel unterwegs finden. Ja, genau! Der Zeitlimit! Der Zeitlimit ist ja richtig asozial. Ich hätte jetzt gedacht 4-5 Minuten, aber nee. Naja, schaukeln ist sie anscheinend nicht. Oh. Gut, dann versuche ich mich ein bisschen zu beeilen. Ich nutze trotzdem den linke Wandtrick. In der Hoffnung, dass wir den Schlüssel irgendwo unterwegs antreffen werden. Es sieht mir so aus, als müsste ich hier runter. Komm bitte, Schlüssel, komm her. Gut, wir haben den Schlüssel. Laufen wir wieder hier zurück. Zurück, wir haben keine Zeit hier echt. Ich denke, das schaffen wir. Komm bitte. Das ist nur eine Sackgasse. Fuck, da hätte ich doch da unten sein können. Scheiße. Ach nein, da war hier dieser Tunnel gewesen. Beeil dich. Genau. Hier so, hier. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Sackgasse war oder nicht. Oh, es war eine Sackgasse. Gut, dann spare ich etwas Zeit. Nicht viel, aber immer noch etwas. Wir haben fast ein bisschen mehr als eine Minute übrig. Und das ist auch eine Sackgasse. Ne, hier müssen wir lang. Und dann müssen wir hier durch. Müssten wir ins Ziel. Oh gut, wir haben das Ziel geschafft. Wir haben es ins Ziel geschafft. Ich denke im nächsten, also ich denke in diesem Part schaffen wir nicht an den nächsten Planeten. Das ist, was ist das? Der Garten, genau. Was ist das denn eigentlich? Death Planet. Okay. Na gut, wir haben leider nur diesen Planeten hier geschafft. Ist aber hoffentlich nicht so schlimm. Wir haben einen neuen Ball freigeschaltet. Wir haben bald alles freigeschaltet. Alle Welten hätten wir schon mal. So sieht die letzte Welt aus. Hypercube, ja, der wird mega groß sein. Ja, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part beim Garten. Ciao.